Der Schulterschluss bei einem Außenministertreffen auf der Münchner Sicherheitskonferenz täuscht. 4 Wochen nach der Libyen-Konferenz in Berlin stehen mehrere daran beteiligte Staaten in der Kritik. Die Vereinten Nationen beklagten, dass massiv gegen das in Berlin vereinbarte Gipfeldokument verstoßen worden sei. Dies betreffe vor allem die Entsendung von Kämpfern und die Lieferung von Waffen nach Libyen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach von einem Skandal und nannte namentlich die Türkei, Russland, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hielt in München dagegen. Der in Berlin eingeschlagene Weg sei der einzig erfolgversprechende, um den Bürgerkrieg in Libyen zu beenden. Maas verwies auch darauf, dass sich der UN-Sicherheitsrat hinter die Berliner Beschlüsse gestellt habe. Dies sei ein großer Fortschritt gewesen, sagte Maas. Die Waffenruhe in Libyen ist brüchig. Der abtrünnige General Khalifa Haftar kontrolliert den Großteil des Landes und versucht, die international anerkannte Regierung in Tripolis zu stürzen.